Hallo zusammen, hier ist wieder Mario für Markttechnik erfolgreich handeln. Es ist Montag, der 15. Oktober und in meinem heutigen Wochenausblick gehe ich wieder auf die großen US-Märkte, den S&P 500, den Nasdaq sowie den deutschen FDAX ein. Bevor wir starten, wie üblich der Risikohinweis, ihr könnt das Video hier an dieser Stelle kurz pausieren, damit ihr diesen in Ruhe durchlesen könnt. Kommen wir nun zu den wichtigsten Terminen dieser Woche. Davon gibt es gar nicht so viele, aber morgen um 10 Uhr die ZEW-Konjunkturerwartung für Deutschland und nachmittags um 16 Uhr auch nochmal die Stellenangebote für die USA. Und dann haben wir noch für Mittwoch den Verbraucherpreisindex und um 14.30 Uhr die Baugenehmigung für die USA. Und nun noch ein Termin in eigener Sache, und zwar Rendite Unlimited on Tour startet auch ein letztes Mal in diesem Jahr, und zwar am 1. und 2. Dezember sind wir in Düsseldorf 2 Tage für euch. Wenn ihr mit dabei sein möchtet, alle Informationen findet ihr unter www.lüdemann-coaching.de/Rendite. Wenn ihr mit dabei sein möchtet, informiert euch bitte jetzt, denn mehr als die Hälfte aller Tickets sind zwischenzeitlich schon vergeben. Das heißt, wenn ihr mit dabei sein wollt, nutzt jetzt eure Chance. Kommen wir nun zum S&P 500 Index. In der letzten Woche haben wir doch einiges an Abgabedruck gesehen. Nicht ganz unerwartet, deswegen ja auch in der letzten Woche der Hinweis an euch hier an dieser Stelle, auch schon als Update davor in der Woche am Donnerstag, bevor hier diese Abwärtswelle losgetreten wurde. Was ist passiert? Wir haben hier ein Doppelhoch gesehen im Markt und danach haben wir den Trendbruch in Höhe von etwa 2.900 Punkten gehabt. Damit war zumindest für die Markttechniker erst einmal klar, okay, hier wird es in eine Erholung gehen, das heißt in einen Rückgang der Kurse. Dann haben wir bei uns in der Morgenroutine geschaut, okay, wie ist denn das Verhältnis an den Märkten insgesamt? Das heißt, wir schauen dann ein wenig in die Tiefe und haben dann eben festgestellt, obwohl der Markt ja eigentlich an den Hochs sich befindet, dass wir 10, 15, zum Teil bis zum 20-fach mehr neue Jahrestiefs im S&P und auch im Nasdaq gesehen haben, wie wir das bei Jahreshochs gesehen haben. Und das sind Zahlen, auf die wir natürlich bei uns im Handelsbüro immer achten. Und das sind eben ganz klare Warnsignale. Deswegen auch mein Update frühzeitig an euch, Stops eng ranzuziehen, keine neuen Positionen auf der Long-Seite aufzumachen. Wir haben ja auf der anderen Seite gesehen, dass die Short-Aktien, die wir haben, fast alle sehr, sehr schwach gewesen sind. Das heißt, hier sind die Märkte dann tatsächlich auch eingebrochen. Die meisten unserer Werte sind dadurch auch sehr stark gefallen. Es war zum Teil schwierig, in diese Aktien auf der Short-Seite hineinzukommen, weil wir eben diese starke Abwärtsbewegung gesehen haben. Auch hier ja klar zu sehen, der Markt ist hier sehr stark zurückgekommen und aufgefangen wurde das Ganze jetzt eigentlich erst hier mal am EMA 200. Das ist die rote Linie, die ihr hier im Chart sehen könnt. Jetzt wird die spannende Frage natürlich sein, wie geht es in den nächsten Tagen weiter? Grundsätzlich lässt sich sagen, unser 6-Phasen-Modell zeigt ganz klar an, für den S&P, wir sind im neutralen Bereich. Das heißt, neue Long-Positionen auf dem Tag-Stunden-Handel machen aus Rendite-Aspekten, Chance und Risiko wenig Sinn. Was Sinn ergeben könnte, wäre eine marktneutrale Strategie, also die starken Werte eventuell Long, die schwachen Short. Aber am einfachsten ist es in solchen Situationen eigentlich an der Außenlinie stehen zu bleiben, um zu warten, kriegen wir eine Stabilisation in den Märkten, also sprich im S&P, kommen wir wieder nach oben oder rutschen wir nach unten durch. Ich habe ja in der letzten Woche auch schon mal ein Video auf Facebook veröffentlicht, wo es um diesen Turnaround-Dienstag geht. Auch jetzt stehen die Chancen gut, dass es heute am Laufe des Montags zu einer Stabilisation kommt. Wir können hier ganz gut sehen, donnerstags wurden hier die Tiefs gemacht, am Freitag dann die technische Gegenreaktion an den 200er EMA. Das sind jetzt die ersten Kurse des Montags. Das heißt, wir hätten, wenn alles gut läuft, vielleicht eine Chance, dass es einen kurzfristigen
Aufwärtstrend hier gibt, dass der Markt sich von dieser doch relativ starken Abwärtsbewegung teilweise erholt. Ob das heute Nachmittag passiert oder erst morgen, ist schwer zu sagen. Ich gehe aber davon aus, dass wir schon kurzfristig eine Reaktion sehen. Die Frage wird sein, wie weit wird diese Reaktion tragen und lohnt es sich dafür, neue Trades aufzumachen. Mittelfristig gesehen werde ich hier erstmal keine neuen Positionen eröffnen. Das werdet ihr auch daran sehen, dass ich innerhalb des Screening-Dienstes mich mit Long-Positionen weiter zurückhalte. Die meisten Long-Aktien, die wir hatten, sind auch zwischenzeitlich herausgenommen worden, weil die Aufwärtstrends einfach nicht mehr intakt sind. Stattdessen eher neue Short-Aktien dazugenommen. Warum, komme ich später zu, wenn wir auf den deutschen Markt kommen. Das heißt, die Aufwärtsbewegung, von der ich ausgehe, dass wir die sehen, wird nur aus meiner Sicht sehr kurzfristig erstmal sein. Wie es dann weitergeht, muss man abwarten, aber die Chancen stehen halt gut, dass wir uns hier am EMA 200 erst einmal stabilisieren. Heißt, kurzfristig aufgesetzte Trades können hier Sinn machen, vor allen Dingen Daytrades, nachrichtengetriebene Trades. Da haben wir jetzt Potenzial, weil wir doch sehr stark überverkauft sind, dass diese Trades ziehen. Aber wie gesagt, mittelfristige Trades für den Screening-Dienst auf Stunden- oder Tagesbasis werde ich erst einmal dem S&P keine neuen eingehen. Wie sieht das Bild am Nasdaq aus? Hier sehen wir ein ähnliches Bild. Auch hier haben wir dieses Doppelhoch gehabt, von dem ich gerade schon gesprochen habe. Wir haben auch hier die Tiefs herausgenommen bei etwa 7400 Punkte. Das heißt, auch hier ist der Aufwärtstrend nicht mehr intakt. Es macht hier keinen Sinn, erst einmal auf neue Trends zu setzen in Einzelwerten. Wir sehen hier auch die Stabilisation am EMA 200. Auch das funktioniert immer wieder sehr, sehr gut. Jetzt macht es hier fast noch mehr Sinn, im Nasdaq als im S&P zu schauen, ob wir vielleicht im Stundenchart einen neuen Trend haben. Und das können wir hier ganz gut sehen. Es hat sich tatsächlich hier ein neuer Trend hier schon entwickelt. Das Spannende ist jetzt, wie weit wird dieser tragen? Auch hier würde ich nicht davon ausgehen, dass es hier zu einer neuen Initialbewegung kommt, die die Märkte wieder nach oben treibt, Richtung neue Hochs. Das kann sein, wenn wir sehr viel Kaufkraft bekommen, dass das passiert, aber es sieht im Moment einfach nicht danach aus, eher eine technische Gegenreaktion. Das heißt, auch hier würde ich eher darauf setzen, dass es Sinn macht, auf nachrichtengetriebene Trades, aber eben weniger auf mittelfristige Trades. Dafür müsste sich der Markt hier erst einmal stabilisieren und das möchte ich doch erstmal hier an dieser Stelle abwarten, bevor ich die schönen Gewinne der letzten Wochen und Monate hier aufgelaufen sind, einfach zu verpulvern, weil das Sechs-Phasen-Modell zeigt auch hier am Nasdaq eine neutrale Situation, heißt für mich am Seitenrand abwarten, was passiert. Kommen wir zum deutschen Markt. Und hier sieht die Situation natürlich ganz anders aus, denn hier sind wir ja schon seit Wochen und Monaten in einem klaren Abwärtstrend. Auch hier hatten wir ein Doppelhoch. Das ist allerdings ja schon einige Wochen alt. Danach haben wir dann gesehen, was auch natürlich im US-Markt noch passieren kann, dass sich hier ein Abwärtstrend ganz klar gebildet hat. Das heißt, der Markt ist hier sehr sauber nach unten gelaufen. Gerade in den letzten 10 Tagen sehen wir, ist der Markt von über 12.000 Richtung 11.400 gelaufen. Also ein sehr, sehr schöner Abverkauf. Deswegen sind wir ja auch schon im Screening-Dienst in den letzten Wochen immer eher auf der Short-Seite gewesen für deutsche Titel, ob das jetzt für den Titel aus dem DAX sind oder aus dem MDAX. Das spielt aber erstmal gar keine Rolle, weil der MDAX sieht sogar noch schlechter aus als beispielsweise der DAX. Das heißt, hier nach dem Sechs-Phasen-Modell ganz klar auf Short gerichtet. Hier nutze ich jede Stärke, also jede technische Gegenreaktion, die auch hier sehr gut kommen könnte, hier in dem Bereich von etwa 11.900, 11.800 Punkte, eher um neue Short-Positionen aufzubauen. Long kommt für mich derzeit im deutschen Markt überhaupt nicht in Frage, weil wir einfach, wenn überhaupt, hier aus meiner Sicht eher nur kurzfristige Reaktionen sehen. Das heißt, kurz zusammengefasst, was soll man als mittelfristiger Händler jetzt machen? Als mittelfristiger Händler auf Stunde und Tag werde ich persönlich weiter am Rand stehen bleiben. Ich werde mir anschauen, was hier passiert. Ich werde weiterhin Strategien fahren, die marktneutral sind aus dem Bereich des Investments. Das heißt,
keine Trading-Positionen, sondern wirklich nur Investment-Positionen. Ansonsten eher an der Seitenlinie stehen bleiben und kurzfristige Daytrades, die sich vielleicht ergeben können. Auch hier werde ich dann einfach auf die Nachrichten schauen. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen in den einzelnen Webinaren, aber auch natürlich bei mir auf der Webseite bzw. bei Facebook, dass ich immer wieder danach schaue, gibt es Nachrichten, beispielsweise bei Finanznachrichten, wo wir ja sehen können zu den einzelnen Unternehmen, was gibt es dort für Daten, da vielleicht den einen oder anderen Trade aufzumachen. Ansonsten heißt es erstmal Wasser treten, abwarten, was hier passiert. Und sobald wir eine klare Richtung bekommen für den US-Markt, egal ob Long oder Short, werde ich auch hier wieder natürlich aktiv sein. Aber in solchen Phasen ist es meist besser, am Rand stehen zu bleiben, sein Geld trocken zu halten, nicht unbedingt in die Verlustphase zu gehen mit Trades und dann wieder zu starten, sobald wir wieder klare Trends sehen können. Das war es wieder von mir, Mario, für Markttechnik erfolgreich handeln. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Börsenwoche. Passt gut auf eure Positionen auf und macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.